Jo Freunde, heute mal ein etwas anderes Video als sonst. Also heute geht es mal nicht um die Touring-Modelle, sondern hier haben wir jetzt eine Fatboy, ich meine Baujahr 93, die von Grund auf von mir letztes Jahr umgebaut worden ist. Ja, den Look brauche ich glaube ich nicht zu beschreiben. Typisch Oldschool halt, ne? Mit dementsprechender Sissy Bar, einen kleinen Tank, schmale Gabel vorne mit ein bisschen mehr Rake, damit das Ganze eben halt dementsprechend oldschool aussieht. Ich laufe jetzt einfach mal so ein bisschen drumherum und erzähle mal so ein bisschen was. Ja, wie gesagt, alles was ihr hier so seht, habe ich selbst gemacht. Von der Sissy Bar hin bis zum Auspuff, eigentlich alles. Ziel war es halt für den Herrn, dem die Maschine gehört, dass das alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen abgefuckt aussieht. So wie die Maschine eben halt da ist. Das ist eine alte Kiste. Deswegen wurde da jetzt nicht so Wert drauf gelegt, dass das alles hier auf Bling Bling ist, sondern eben halt, dass man auch sieht, dass die Maschine dementsprechend relativ alt ist. Ist jetzt keine Schaufel, aber ich finde, das Ganze ist eigentlich schon so relativ stimmig geworden. Gut, Geschmäcker sind verschieden, Lack-Reifen-Kombi, da können wir uns drüber streiten. Wie gesagt, da hat jeder ja eine andere Vorliebe. Ihm gefällt es auf jeden Fall extrem. Das ist das, was zielführend eben halt ist. Ja, und das Ganze ist halt jetzt wirklich ein alter Look, kombiniert mit relativ neuer Elektrik. Das heißt, von Tacho bis hin zu den Blinkern sind wir halt im Ganzen ein bisschen moderner geblieben. Man sieht das eben halt alles in der Tacho-Geschichte, Tacho-Einheit bis hin zu den Blinkern. Da haben wir dann auf modernere Dinge einfach gesetzt und ja, in Verbindung mit so einem Starrahmensitz hier, um das Ganze noch ein bisschen mehr zur Geltung zu bringen, weil letzten Endes so ein Softail-Modell ist ja quasi wie ein Starrahmen, also ein gefederter Starrahmen, sage ich jetzt einfach mal, was sich halt super für so einen Umbau hier eignet. Ja, im Großen und Ganzen relativ aufwendig, auch wenn das jetzt nicht unbedingt aufwendig aussieht. Die Feinheiten machen es halt. Der Kollege hat halt auch viel selbst hier Hand angelegt. Das heißt, mit so Details, hier so eine bestimmte Beschichtung hat er hier dann dementsprechend aufgebracht auf vereinzelte Bauteile. Man findet sich halt überall wieder. Das ist so eine Kupferbeschichtung. Und ja, hat er ziemlich gut gemacht. Auch viele Teile selbst gefertigt, wie jetzt zum Beispiel hier die Abdeckung. Ja. Gut, hier geht überall so ein bisschen die Farbe ab. Das sollte aber so sein, war schon von vornherein so. Wir wollten das, dass man das dementsprechend halt auch sieht, dass die Kiste ein bisschen was auf dem Buckel hat. Deswegen sind wir da jetzt nicht so ins Detail gegangen. Und ja, im Großen und Ganzen finde ich es ganz cool. Ne? Wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Jeder hat da ja eine andere Intention zu. Ich finde es halt cool, dass relativ viel daran eben halt einfach selbst gefertigt ist und nicht irgendwie auf dem Aftermarkt einfach gekauft wurde und dann dran geschraubt. Und das, was halt gekauft worden ist, wurde halt gesucht, dass es wirklich jetzt nicht überall bei jedem Anbieter irgendwie zu bekommen ist. Wie zum Beispiel hier das Bremspedal. Ne? Also da hat derjenige sich dann schon dementsprechend wirklich Gedanken gemacht, wo er sich die Teile eben halt herbezieht. Außenliegende Tankanzeige ist klar. Das Ganze dann natürlich auch TÜV-ig, ne? Das heißt, eine Schlagzahlnummer eingetragen worden, Drucktest wurde gemacht, bevor die Kiste halt lackiert worden ist, um dem dementsprechend TÜV-gerecht zu werden. Und ja, Auspuffanlage ist halt selbstredend, die habe ich gemacht. Ist ein 42er Rundrohr, ganz normal, EU-Maß und dann mittels WIG einfach verschweißt und Step by Step dann aufgebaut. Hier sind sogar Dämpfer drin verbaut, also in den Enden, damit das Ding halt nicht so übertrieben laut ist und wir die Dezibelzahl einhalten können, weil wie ihr ja wisst, Maschinenvorbau Jahr 94 benötigen nicht zwingend ein E-Prüfzeichen aus dem Auspuff, solange eben halt die in dem Fahrzeugschein angegebene Dezibelzahl eingehalten wird. Was eben halt auch der Grund dafür ist, dass diese Maschinen wirklich sehr begehrt sind für solche Umbauten jetzt halt. Lackieren lassen hatte das auch über einen Bekannten. Man muss dazu sagen, der führt bei Facebook ein relativ großes Forum. Könnt ihr ja mal vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Nennt sich Bauerpilot. Ja, da geht es halt hauptsächlich um Oldschool-Maschinen, wie ich auch schon einige gehabt habe, bevor ich eben jetzt
mit dieser Touring-Geschichte hier angefangen habe. Und ja, könnte er mal vorbeigucken. Und ja, er hat eben halt versucht, sich auf sein Umfeld zu beziehen, gerade was jetzt Lackierung angeht. Die kommt von dem Alex Leathercraft, der ja eigentlich bekannt ist für seine Solo-Schwingsättel. Der hat quasi sich um die Lackierung gekümmert. Hat er wirklich gut gemacht. Ne? Man sieht hier, so ein Flake-Lack ist das jetzt mit den dementsprechenden Flammen, eben Silber halt drauf. Und ja, ist schon sehr stimmig geworden. Wie gesagt, Sissy war auch Handarbeit, wurde an die originalen Struts dann halt quasi angearbeitet und ausgesteift und dann letzten Endes verchromt mit einem Rücklicht oben liegend mit integrierter Nummernschildbeleuchtung. Und ja, also im Großen und Ganzen cooles Projekt gewesen. Auch wenn man das nicht sieht, hat das viel Zeit und Nerven gekostet. Grüße nochmal an dich, Heiko. Du kannst echt nerven. Ich hoffe, wir sind soweit jetzt durch, nachdem die ein oder anderen Kinderkrankheiten halt abgestellt worden sind. Und ja, dass er dann sich jetzt erfreuen darf, kommende Saison, sofern Corona es zulässt, die Straßen damit halt unsicher zu machen. Ne? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Maschine findet. Also ich finde es eigentlich ganz cool. Oldschool geht immer. Und ja, ich würde sagen, dann bis demnächst.